Da sind wir auch schon wieder. Gott, jetzt muss ich muss wieder gucken. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin jedes Mal irgendwo anders. Wo bin ich denn gestorben? Was ist das hier? Gavara's Garden. Da würde ich gerne hin. Ah, doch, ich weiß, was das ist. Da kann ich meine Sachen eintauschen, oder? Ich meine, ich soll sowieso nicht hierher. Es kommt halt immer drauf an, wo man ist, während man stirbt. Gruselig. Okay, der ist mir egal. Er tut mir nichts, ich tue ihm nichts. Ist nur fair. Ach, hier sind wir. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. So, den würde ich gerne noch kriegen. Das Ding ist, ich bin ja runtergesprungen. Ich weiß gar nicht, wie ich da wieder hochkomme. $4, danke. Und sollte ich jetzt nicht hier irgendwie ein Geschenk bekommen? Ich sag's bloß. Eve Upgrade. Ja, wäre nice. Einfach, dass wir da ein bisschen mehr haben. Und hiermit warte ich noch. Ich dachte, wir kriegen ein Geschenkchen. Warte mal, war hier. Von Telmus weg, ja, ich würde das Ding gerne nehmen. Komme ich da irgendwie hin? Von da draußen? Vielleicht von da draußen. Aber vielleicht auch nicht. Dahin. Ich komme da aber nicht hin. Wo bist du? Der ist hier einfach versunken. Der ist einfach weg. Wie unfair. Ich wollte den doch umbringen. Nein, ich trinke kein Bier. Bandagen, dankeschön. Haben wir nämlich auch nicht mehr so viel. Das Zeug geht so schnell weg inzwischen. So, jetzt sollte er tot sein. Endlich. Okay, aber ich habe von dem Typen anscheinend die Kassette bekommen. Oder er war das. Und war schon tot. Kann auch sein. So, ich soll in diese Richtung, dann gehe ich doch auch in diese Richtung. Kann ich den armen Fisch erlösen? Warte, ich mache ein Foto vom Fisch. Vielleicht bringt das was. Kein Motiv. Schade. Ich kann den Fisch nicht umbringen. War auf jeden Fall ein Versuch wert. Dann führe mich nun auf meinem Weg, oh weiser Questmarker. Hier rüber, sagst du? Ach, stimmt, hier waren wir ja schon. Moin! Ich hab
schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Ich habe ein paar Bilder für dich. Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Mhm. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Oh. Das wäre natürlich sehr nett. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Ja? Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Mach ich. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Ja, schon, aber warum kann ich das nicht nehmen? Ah, ich habe eine Vermutung. Neues Techniktonikum, Hackerfokus. Zwei Überlastungsplatten weniger beim Hacken. Security Expert. Ich glaube, das bringt mir mehr. Ja, danke schön. Und dann schaue ich hier nochmal kurz durch, ob wir auch wirklich das haben, was wir brauchen. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit, ja. Eve. Ich würde beim Eve-Link bleiben. Das haben wir gerade erst gemacht. Was haben wir hier? Achso, damit wir alles sehen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, und hier haben wir nur die, oder? Security Bullseye. Wenn Kreaturen hiervon getroffen werden, werden sie von Kameras umgeschüttet. Na, das ist mir egal. Ich guck nur mal, ne? Bringt hier nichts. Oh Mann. Cool. Immerhin habe ich meinen Schraubenschlüssel. Und einen Autohacker. Keine Eve-Spritze. Das ist natürlich schade. Kann ich hier auch? Ja. Sollte ich das überall machen? Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Es wird neblig. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein... Ach, scheiße, da ist eine Kamera. Hör doch auf damit. Wow. Aber ich habe Peach Wilkins besiegt. Cool. Das U-Boot wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schnüffler nicht mit der Nase drauf zu stoßen. Ich hätte gerne meine Waffen wieder, wenn ich ehrlich bin. Die sind mit Sicherheit immer noch hier, oder? Oh Gott. Ja, nee, ist klar. Dann hacken wir hier mal schnell.
das war doof, aber okay. Wir könnten hier mal ein bisschen geradeaus nach oben. Noch ein bisschen weiter geradeaus nach oben. Noch ein bisschen weiter geradeaus nach oben. Das bräuchten wir hier. Dann das hier. Ach, weißt du was, weil es so lustig ist. Und gut ist. Jetzt schießt das Ding auf meiner Seite. So, da ist die Kamera. Die machen wir einfach... Ja, eigentlich will ich sie bloß ausmachen, wenn ich ehrlich bin. Aber was willst du machen? So, pass auf. Bevor das zu spät ist, würde ich das hier gerne umleiten. Einmal ein bisschen nach unten. So. Dann tauschen wir die beiden noch. Und hier brauche ich noch ein gerades Rohr. Da haben wir es. Und schon ist uns die Kamera auch nicht mehr gefährlich. Was wollen wir mehr? Kann ich jetzt hier endlich in Ruhe looten? Die sind alle komplett leer. Dankeschön. Wir haben inzwischen noch ein paar Autohacker, ne? Sollten wir vielleicht auch mal nutzen. Und ich würde hier... Wollen wir hier noch alles schmelzen? Eigentlich schon, oder? Wer weiß, ob es sich lohnt. Achso, jetzt kommen wir hier auch weiter. Mussten wir also wirklich machen. Den haben wir. Das hat zwar jetzt nichts gebracht, aber okay. So, dann können wir hier auch... Au, aua! Die hat keine Chance. Ich habe alles auf meiner Seite. Voll gut. So, was haben wir denn hier drin? Ein paar Kisten. Natürlich untersuche ich die gerne. Bitte gib mir ein bisschen Eve. Adam werden wir hier nicht bekommen, aber ein bisschen Eve ist schon drin. Oh, da geht's weiter. Da ist eine Secret. Und wo komme ich denn hier hin? So, dankeschön. Was liegt denn da drin? Hör bitte auf zu brennen. Nochmal ein Auto-Hacker. Hier ist... Ja, hier ist leider nichts. Aha. Das war es gewesen, oder? Ja gut, einfach weil ich es kann. Da könnte man jetzt öffnen, wenn man denn wüsste, wie man da hinkommt. Was ich natürlich nicht weiß. Wer hätte es erwartet? Müsste aber, ja, müsste hier sein. Bringt mir nur nichts, weil ich halt... Ja, ich war ja da schon drin. So, wir hatten aber hier auch diese Tresortüren. Und genau sowas. Das hätte ich gern. Verbandskasten, sehr gut.
Schön, dass wir da inzwischen wieder so ein bisschen aufstocken können. Liegt noch was? Nö, aktuell nicht. Da ist leider auch nichts. Hier haben wir den zweiten Eingang, der mir aber auch nichts bringt. Was haben wir denn? Eine Eve-Spritze und zwei Leichen mit Zigaretten. Raucht jetzt bitte nicht. Eve-Spritze, 19 Dollar. Ich glaube, wir haben hier alles. Wo muss ich hin? Der Gang zum versteckten U-Boot-Hafen befindet sich im Keller der Fontaine Fisheries. Verwendet dein Abwackelnplasmid, um das Eis zu schmelzen und zum Kühlschrank rechts. Kühlschrank rechts war. Ach, hier. Hier kriege ich auch meine Waffen wieder, oder? Jawohl. Jawohl. Oh, Waffe upgraden. Pistolenmagazin, Größe, Pistolen, Schadenssteigerung. Hier von Finnwald eigentlich am meisten, ne? Oh, ich kann aber nur eins. Das ist schade. So, ich schmelze hier nochmal schnell alles ein. Okay, haben wir. Ich warte einfach mal. Ja, natürlich hat mich das trotzdem getroffen. Mieser Penner, warum trifft er mich einfach? Unverschämt. So, hier in dem Eis hat sich leider die ganze Zeit nichts versteckt. Aber wir können gleich hacken. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen, und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Mhm. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ja, vielleicht. Zum Beispiel so einen Safe zu hacken. Oh shit. Okay, das verschafft mir zumindest mal ein bisschen Zeit. Den bräuchte ich hier. Und den bräuchte ich hier. Easy. Was haben wir? Ein bisschen Kohle. Antiperson, ionischer Schrot, Autohacker. Haben wir inzwischen einige. Sollten wir vielleicht wirklich mal benutzen. Ich meine, es kann ja nicht schaden. Also ich schätze, hier können wir dann auch auftauen. Ich will aber erstmal außenrum alles. Da hinter den Paletten mal wieder was versteckt? Nö. 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 Schade. War eins ihrer besten Verstecke, muss ich sagen. War schon cool. So, was haben wir denn hier? Aha, ein paar alte Filmrollen. Leider keine für mich. Du kannst nicht aussteigen. Fontaine wird dich finden. Schon wieder ein Geister? Scheiß auf Fontaine. Na, warte mal ab, wer da auf wen scheißt, du Riesen.
schon wieder Geister. So viele Schmugglerkisten, aber da ist nirgendwo was drin. Nichts. Nicht mal ein bisschen. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Wo sind meine ganzen Eve-Spritzen? Habe ich die alle verschwendet, als wir jetzt das Eis geschmolzen haben? Das wäre echt doof. Lecker Kartoffelchips, dankeschön. Lecker, lecker. Was? Das sind aber, glaube ich, meine Erinnerungen. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Ja, ich bin auf dem Weg. Mach mal bitte keinen Stress. Oh, ein Automat. Dankeschön, sehr schön. Warte, erst hier gucken. Das Ding ist, davon brauche ich gerade gar nichts. Ich dachte ja eher, dass wir wieder ein Geschenk bekommen. Von Tenneberg. Aber dem war leider nicht so. Tschüss. Schade, eigentlich wollte ich ihn hacken. Och Mann, jetzt säuft er wieder. Ich will den doch an sich bloß nehmen. Ich habe nie gesagt, dass er sich das gleich reinpfeifen soll. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Hör ich dann Neid? Tain verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11. Oh, scheiße. Wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich Überwachungsraum? Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Weiß ich nicht. Oh nein. Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Werde ich das? Vielleicht habe ich damit gar kein Problem. Oh, natürlich. Ich wollte bloß den Kaffee, aber er raucht erstmal eine. Auf Kosten der Gesundheit. Bandagen, dankeschön. Da ist nix. Ich kann mich schon mit ihm anlegen, oder? Ich muss jetzt nicht die Riesenangst haben, hoffe ich. Ach, weißt du was, ich bleib mal wieder ein bisschen bei der Schroti. Die ist nämlich eigentlich ganz cool. Und wir haben davon so viel. Kontrollpunkt, benutzen. Ups. Hallo? Hey, mach doch einfach die Augen auf, wenn du nichts siehst. Kannst du mich hören, Liebling? Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen.
Oder wenigstens irgendetwas tun. Ja, ist schlecht, ne? Schade. Außer nur tatenlos zuzusehen. Ach. Ich will jetzt mal nicht so sein, ne? Sie sind überall. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie da raus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Junge, warum ich? Ich will vielleicht gar nicht. Tschüss. So, einmal kurz ein bisschen Heilung. Ja, denke ich eigentlich schon. Waren das jetzt alle? Es waren noch nicht alle. Ach da, oh Gott, da drüben. Hör doch mal auf! Oh, ich hätte hier schön abfackeln können. Oh shit. Tschüss. Dürfte ich jetzt hier bitte in Ruhe ein bisschen looten? Wollte ich nämlich schon die ganze Zeit machen. Oh nein, jetzt hat er schon wieder gesoffen. Hör doch auf damit. Dankeschön. Danke. Da will ich gerade noch nicht durchlaufen. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Wobei, hier hatten wir eigentlich alle, ne? Ich würde nämlich gern eigentlich in der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe einfach mal, die kommen jetzt nicht direkt hierher. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und bis morgen. Ciao, ciao.